Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge unseres Let's Play Planet Crafter. Ja, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Ich muss mal hier eben reingucken, was hier so an eventuell wichtigen Sachen ist. Kernfusionsgenerator, ja. Die Weltraumhandelsrakete. Dafür brauchen wir Leiterplatten. Wo kriegen wir denn Leiterplatten her? Baumverteiler. Baumverteiler Stufe 2. Genau. Bienenstock. Ein Inkubator. Das haben wir, glaube ich, alles. Nahrungszüchter, Recyclingmaschine, Autohersteller, DNS-Manipulator. Wie sieht denn das hier aus? Den können wir. Den Wasserfilter haben wir ja schon. Ein Luftfilter. Haben wir den auch schon? Wasserfilter, Luftfilter. Ja, Tatsache, haben wir schon. So, wir haben hier das hochwertige Essen. Was 90% wiederherstellt. Ja, gut. Haben wir hier noch irgendwie was? Oh, Alu ist voll. Kobalt, da ist auch nichts mehr drin. Lebensmittel. Da haben wir noch welche. Das essen wir mal auf. Und dann probieren wir mal. Andere Baumsamen, okay. Ja, das funktioniert. Also, sobald wir irgendwo Wasser haben, können wir auch was trinken. So, wir haben bessere Baumsamen. Da gucken wir mal hinten an dem. Das war ja, glaube ich, der hier, ne? Um 125, 125, 150, 175. Also, wir brauchen Rinder, dieses Mutagen und die Weißen. Und wie viele von den Baumdingern haben wir jetzt? So, da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei. Auch 150. So, die Baumsamen brauchten wir, Mutagene brauchten wir. Für die Mutagene weiß ich, brauchten wir das und ich glaube das. Irgendwie sowas. Guck mal. Genau, Schwefel brauchen wir noch und dafür brauchen wir Wasser und drei davon. Also brauchen wir sechs Wasser. Fünf haben wir schon mal.
Algen. Da brauchen wir nur einen. Dann brauchen wir noch zweimal Schwefel. Da fehlt ein Wasser. Gut, ein Wasser brauchen wir, dann können wir damit schon mal anfangen. Aber die weißen Blumen brauchen wir zwei Stück. So. Achso, ja, noch mal ein Wasser. Na, guck mal, da ist einer. Das können wir doch schon mal machen. Ups, falsche Taste. So. Das, das, das. Und auf geht's. Der braucht jetzt einen Moment. Und wir gucken mal die Schmetterlingskuppel. Ja, irgendwie passiert hier noch nichts. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Prozent, das dauert noch ein Momentchen. Wir brauchen diese Treibstoffzellen. Kernfusionsbrennstoffzelle, genau, die brauchen wir. Da brauchen wir mehrere von. Und die haben wir bei 45 Gigati. So, aber irgendwie geht es hier ja nicht so besonders schnell weiter. So, wie kommen wir denn hier an die ran?
Da haben wir ein Gebiet, wo wir noch mal anderes Material kriegen. Also ich würde gerne noch mal dahin, wo das hier ist. Wo wir auch das Ding eventuell noch mal benutzen können. Dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier sind. Jawohl. Gut. So, 4,1 und 210. Und was hat er hier? Die 210 sind gleich, aber Sauerstoff ist der nur 3, und dann noch 4,1 oder ups, 4,1 oder was war das, ne? Genau. Oh, wieso drücke ich jedes Mal die Escape-Taste? So, wie lange brauchst du noch? Ach, ich hätte es vielleicht auch starten sollen. Hätte Sinn gemacht. So, die eine Pflanze können wir schon mal hier mit reinpacken. Zack. Dann was trinken und einen mitnehmen. Dann geht's ab. Nix. Ja, ist jetzt nicht so sofort brauchen. Da ist nichts Wichtiges. Aha.
Ich glaube, wir haben hier wieder was gefunden. Das ist unser, ne? Ja, genau. So, und dann in östliche Richtung. Das heißt, wir müssen dann in westliche Richtung wieder zurück. Wir nicht abbauen. Was haben wir hier? Oh ja, der ist wichtig. Und ich möchte das gleich wieder zurückbringen zu dem. So. Der, ganz wichtig. So, hier war nichts weiter, ne? Nee. Natürlich nehmen wir das alles mit. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu Sauerstoff, Wärme und Luftdruck. Erreiche zuerst. Ja, derjenige, der hier gelandet ist, hat das wohl nicht ganz geschafft. Wieder, dass ich, so wie eben, dass ich das zurückbringe. Da liegt der, der fliegt. Verdammt, na. Was lässt der hier ab? Aluminium. Silizium. Schmetterlinge. Den einen Schacht, den habe ich gesehen.
Falls jetzt einer denkt, oh, er fliegt da immer ständig dran vorbei. Nee, ich hab's gesehen, aber ich möchte da noch nicht rein. So, ich denke mal, ich brauche einen zweiten Schrank. Macht ja nichts, bauen wir einen. Eisen, Titan, Magnesium, Silizium, Kobalt. Eisen, Titan. So, das sind die Sachen, die mit müssen, eher. Und das sind die Sachen, die wir eher hier lassen. Also wir müssen das natürlich auch noch, die ganzen Samen und so weiter, werden wir nicht brauchen, aber. Ups, Moment. Jetzt habe ich mich etwas verirrt. Gut, dann gehen wir mal hier gucken. Ich hatte keine allzu hohen Erwartungen, aber dass der Landeplatz so schlecht ausfallen würde, habe ich nicht erwartet. Dennoch sehe ich keinen Grund, warum ich nicht diesen Felsbrocken terraformen können soll. Ich weiß mehr als genug über die Vorgehensweise, um es zu schaffen. Schließlich muss ich nur den Schritten folgen und auf ein gutes Wetter und nicht zu viele Meteoriten hoffen. So schwer kann das doch nicht sein. Tja, hast dich getäuscht, ne? Es war schwieriger als erwartet. Die Atmosphäre ist giftig und die Samen wachsen nicht wirklich unter der Erde. Meinen Berechnungen zufolge sollte die Position des Planeten für eine erfolgreiche Terraforming in 2 Jahren optimal sein. Bis dahin muss ich hier einfach überleben. Tja. Brauche ich wieder die Zweier für. Und wo bitte soll ich auf diesem Planeten mehr Iridium finden? Ich habe überall gesucht, hier gibt es nur Eis. Ich muss wenigstens ein bisschen Iridium finden, damit ich den Planeten aufwärmen kann. Alles draußen gefriert. Ich muss schlafen, morgen wird es besser. Diese Strafe für so ein kleines Vergehen ist unmenschlich. Das habe ich nicht verdient. Ja, wer weiß, vielleicht doch.
Aber wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.